Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr dabei seid. Heute teste ich neue Produkte, die ich gekauft habe, also neue Make-up-Produkte. Die meisten habe ich ja jetzt schon in meinem letzten Drogerie-Haul vorgestellt. Zwei neue Produkte sind dazugekommen und zwar sind es diese hier. Das ist einmal der Contour-Stick von Maybelline. Den hatte ich schon mal, den habe ich jetzt nochmal nachgekauft. Und hier ist einmal ein Kohl-Kajal-Stift von Manhattan. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir auch schon direkt los mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Tutorial. Starten wir mit dem ersten Produkt. Und zwar ist es dieses hier. Das ist ein Contour-Stick von Maybelline. Der nennt sich jetzt Face Studio Contour. Und ich habe die Farbe 02 Medium. Ich hatte diesen Stick bereits schon mal und der hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich ihn jetzt länger wieder nicht benutzt. Und ja, jetzt war ich bei Rossmann und habe den gesehen und dachte mir, ach komm, den nimmst du mal mit. Und ihr habt hier zum einen ein Contour-Stick mit drin, aber auch Concealer. Das ist so ein Duo-Stick. Den werden wir jetzt als allererstes auftragen. Ich habe auch schon bereits Foundation aufgetragen. Also mein Gesicht ist gewaschen, eingecremt und ich habe Foundation drauf. So sieht der Stick aus. Also hier habt ihr einmal den Concealer und hier habt ihr das Konturprodukt und das Ganze kann man dann ganz einfach hochdrehen und ich konturiere damit jetzt erstmal mein Gesicht. Und ich werde das Produkt jetzt mit so einem Beauty Eye einarbeiten. Das Ei werde ich vorher einmal befeuchten mit dem Wasserspray von Müller, Aveo Wasserspray Aqua. Und ich finde, das Produkt lässt sich ganz, ganz toll einklopfen. Wichtig ist, dass das Produkt wirklich auch eingeklopft wird, also mit so bouncenden Bewegungen in das Gesicht, wenn ihr das Produkt hin und her wischt. Dann habt ihr von dem Produkt und von dem Ergebnis am Ende nicht viel und hinzu kommt, dass eure Foundation auch noch mit verwischt wird. Also immer mit ganz leichten, klopfenden Bewegungen in das Gesicht einarbeiten und das geht total easy. Und ganz wichtig, auch die Nasenspitze ordentlich verblenden. Also es lässt sich, wie gesagt, super einfach einarbeiten und ihr habt eine ganz zarte Kontur im Gesicht. Also es sieht überhaupt nicht künstlich aus, hat auch nicht so einen Orangestich. Und ich finde die Farbe total schön, sehr, sehr natürlich. Machen wir jetzt weiter mit dieser hellen Seite. Und diese helle Seite verwende ich jetzt als Highlighter, um die Stellen im Gesicht hervorzuheben. Und hierfür trage ich ein wenig Produkt unter den Augen auf, um meine Augenschatten ein wenig zu kaschieren. Dann auf dem Nasenbein. Und dann hoch Richtung Stirn, Lippenherz und am Kinn. Und das Produkt werde ich jetzt mit diesem Concealerpinsel von Maybelline einmal einarbeiten. Den habe ich mal vor Ewigkeiten bei DM gekauft. So sieht er aus. Damit könnt ihr ganz toll euren Concealer einarbeiten. Und das machen wir jetzt einmal. Ich klopfe das Ganze vorsichtig ein. Und ich gehe auch nochmal hier über diesen Pickel, der nervt mich ein wenig. Den werde ich jetzt auch nochmal abdecken. Und ich würde tatsächlich nicht allzu viel Produkt verwenden. Also ich merke das gerade, es ist doch ein wenig mehr geworden. Also das könnt ihr ja auch immer wieder aufbauen. Das ist ja überhaupt nicht das Problem. Lieber weniger Produkt verwenden und dann immer mehr auftragen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt zu wenig Produkt. Aber in dem Fall habe ich tatsächlich ein wenig zu viel genommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, und was ich jetzt mache, ich habe hier nochmal mein Make-up-Eye und presse das Produkt nochmal richtig schön in die Haut rein, damit das nicht oberflächlich auf dem Gesicht drauf liegt. Also seid da ruhig sparsam und verwendet da nicht zu viel von dem Concealer. Das ist nur so ein kleiner Tipp. So, fertig. Das ist jetzt Produkt Nummer 1. Dann machen wir weiter mit dieser Bronzing-Palette hier von Essence. Die finde ich total schön. Ihr habt hier drei verschiedene Töne, also links und rechts sind zwei matte Töne und in der Mitte habt ihr so einen ganz tollen schimmernden Ton. Und ich verblende das Ganze mit diesem neuen Kabuki-Pinsel von Maybelline. Für mich gibt es ja auch nichts Schöneres, als neue Pinsel und Make-up-Schwämmchen zu verwenden. Das ist immer so ein ganz tolles Gefühl, finde ich. So sieht er aus, total süß. Also ist auch perfekt für die Handtasche, wobei seht ihr das? Hier habe ich jetzt schon ein Härchen. Ich hoffe, der verliert nicht so viel Haare. Der ist ganz, ganz weich und wirklich festgebunden. Also der gibt hier kaum nach. Und ja, den werde ich jetzt einmal verwenden, um den Bronzer im Gesicht aufzutragen.
Und ich würde sagen, wir starten mal als allererstes mit diesem hellsten Ton hier. Klopfe hier einmal in das Produkt. Okay, und ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennt. Das Produkt ist wirklich sehr, sehr pigmentiert. Also ich habe jetzt ja nicht viel Produkt auf dem Pinsel. Und der zaubert schon eine ganz, ganz tolle Kontur. Ich gehe da auch nur ganz, ganz vorsichtig mit klopfenden Bewegungen auf meinen Wangenknochen, um eine ganz zarte Kontur zu schminken. So sieht das aus. Jetzt gehen wir mal in diesen dunkelsten Ton, Tropical Bronze. So, seht ihr das? Also der ist wirklich ultra, ultra pigmentiert, der Bronzer. Nimmt da wirklich nicht zu viel Produkt. Ich werde jetzt auch ganz, ganz vorsichtig das Produkt auf dem Gesicht auftragen. Und ich glaube, das ist schon fast zu viel. Aber eine sehr, sehr starke Farbintensität. Also da kommt ihr wirklich lange aus mit dieser Palette. Da braucht ihr echt nicht viel Produkt. Der ist so ein bisschen orangestichiger, finde ich. Also ich weiß nicht, ob das in der Kamera gut zu erkennen ist. Aber der ist tatsächlich viel orangestichiger. Dann werde ich jetzt nochmal in den dunkelsten Ton reingehen und hier oben an der Stirn eine ganz leichte Kontur nachziehen. Jetzt hier auch nochmal am Dekolleté entlang. Und fertig. Ich werde jetzt nochmal in diesen mittleren Ton hier reingehen und das Ganze als Highlighter verwenden. Ich klopfe das hier nochmal ab. Ich werde das Ganze jetzt nochmal mit dem Kabuki-Pinsel verblenden, damit das einen schönen soften Übergang hat und nicht so kantig aussieht. Und dann geht das auch. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass das eine sehr, sehr hochpigmentierte Palette ist für wenig Geld. Und ja, die ist für den Sommer wirklich ganz, ganz toll, aber verwendet bloß wenig Produkt, also nicht zu viel. Und ich würde den Kabuki-Pinsel nicht verwenden für diese Palette, weil die Farbe irgendwie nicht richtig aufgenommen wird. Und ich glaube, ich werde den in Zukunft tatsächlich eher verwenden, um meine Foundation im Gesicht einzuarbeiten. Dann machen wir jetzt mal weiter mit dem Augen-Make-up. Das ist die Farbe 118. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde ein monochromes Augen-Make-up schminken. Bedeutet, ich werde nur diese Farbe auf meinem beweglichen Augenlid auftragen. So sieht der Farbton aus. Natürlich nicht der fertige Look. Ich werde das Ganze jetzt nochmal mit dem Shader verblenden und schminke auch nur mein bewegliches Lid. Mein bewegliches Lid ist das, was sich beim Auf- und Zumachen meines Auges mit bewegt. Und da werde ich die Farbe jetzt großflächig auftragen. So sieht die Farbe aus. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein intensiveres Babyblau. Ich weiß nicht, wie ihr den Farbton findet. Das ist die Lash Princess Mascara. Ist mein Liebling, also es ist wirklich eine Empfehlung von mir. Ich verwende die Mascara schon viele Jahre, die ist wirklich toll. Ihr zahlt wenig Geld und ihr habt ein ganz, ganz tolles Ergebnis. Dann machen wir jetzt mal weiter mit den Augenbrauen. Hierfür verwende ich von Trended Up das Augenbrauenpuder in der Farbe 040, nennt sich Eyebrow Powder Waterproof. Und ziehe einmal eine ganz, ganz leichte Augenbrauenkontur und verwische das Produkt mit dem Augenbrauenbürstchen. Jetzt kommen die Öhrchen nochmal ab. Dann machen wir jetzt mit den Lippen weiter. Ich hatte euch im letzten Drogerie-Haul ja zwei neue Produkte vorgestellt. Einmal dieser Lipgloss hier von Essence und einmal dieser matte Lippenstift von Trended Up. Ich hatte mir jetzt auch noch einen Kajalstift gekauft für die Augen von Manhattan. Der nennt sich jetzt Manhattan Eyemazing Kohl Kajal Liner. Und der ist leider überhaupt nicht zu sehen auf meiner Wasserlinie. Von daher habe ich mir gedacht, gut, dann verwende ich den jetzt als Lip Liner. Ich habe den nochmal angespitzt, damit er sauber ist. Und ich habe jetzt hier die Farbe Espresso 95Y. Und den werde ich jetzt in Zukunft einfach als Lip Liner verwenden. Ich würde aber sagen, wir starten mal mit diesem matten Lippenstift von Trended Up. Das passt jetzt farblich nicht so gut mit dem Augen-Make-up, aber damit ihr einfach mal sehen könnt, wie das Ganze auf den Lippen aussieht. So sieht das Produkt aus. Ihr könnt das Produkt hochdrehen.
So sieht der Farbton aus. Das ist ein ganz, ganz schöner, bäriger Ton. Also normalerweise sind das ja eher Töne für Herbst, Winter. Aber ich fand die Farbe so schön, deswegen habe ich die jetzt auch mitgenommen. So ist das fertige Ergebnis. Das Einzige, was bei diesem Produkt zu beachten ist, ihr müsst den mehrmals am Tag auftragen. Also ich mache es zumindest. Der hält nicht von morgens bis abends. Von daher habt ihr den am besten dann immer in der Handtasche. Ja, aber so sieht das Ganze aus. So, ich habe jetzt die dunkle Farbe wieder abgemacht. Und so sieht das Ganze jetzt auf den Lippen aus. Und on top kommt jetzt noch das letzte Produkt, und zwar mein Lipgloss von Essence. Das ist der Extreme Shine Lipgloss. Und ich habe jetzt hier die Farbe Nummer 10, Sparkle Purple. So sieht der Applikator aus. So sieht das beides in Kombination aus mit diesen beiden Produkten hier. Und jetzt werde ich einmal nur den Gloss auftragen. So, gefällt mir für den Look tatsächlich am besten. So sieht der Lipgloss auf den Lippen aus. Das ist das fertige Ergebnis. Ach so, ich hatte ja, genau, das habe ich fast vergessen. Man kann das Produkt ja auch als Fixing Spray verwenden. Das mache ich jetzt mal. Auch ein sehr feiner Sprühnebel. Ich finde den Geruch ein wenig muffig, also der ist gewöhnungsbedürftig. Wobei hier unten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da haben sich jetzt ein paar Tropfen abgelegt, also die sind jetzt nicht eingezogen. Und hier auch. Müsst ihr so ein bisschen drauf achten, wenn ihr dann noch so ein paar Wassertropfen auf dem Gesicht habt, dass ihr die einmal wegtupft. So, meine Lieben, das ist jetzt mein fertiger Look. So sehen die Produkte live und in Farbe auf dem Gesicht aus. Und ich muss sagen, überrascht hat mich diese Bronzerpalette von Essence. Ihr habt hier ultra pigmentierte Farben drin. Das sind drei ganz, ganz tolle Bronzer. Achtet nur darauf, dass ihr nicht zu viel Produkt verwendet. Baut das Ganze lieber auf. Und den mittleren Ton werde ich, glaube ich, in Zukunft eher als einen Highlighter-Ton verwenden. Dieser Pinsel hier von Ebelin ist jetzt nicht so gut geeignet, um Puderprodukte aufzunehmen. Ihr verliert dadurch sehr, sehr viel Produkt. Ist leider ein wenig schade, aber nichtsdestotrotz ist es nicht ganz ein Fehlkauf, denn ich kann den Pinsel ja auch als Foundation-Pinsel verwenden oder meine Creme-Contour-Produkte damit optimal einarbeiten. Also von daher, ja, bin ich auch nicht ganz so traurig drüber, dass ich den jetzt gekauft habe. Und das Wasserspray von Müller werde ich aber auch tatsächlich nicht als Make-up-Fixierungsspray verwenden, sondern eher als kühle Erfrischung für die warmen Sommertage. Denn von der Qualität her muss ich sagen, ihr habt am Ende halt noch so ein paar Wasserflecken auf dem Gesicht. Ist es jetzt nicht so gut, also wäre jetzt kein Favorit von mir. Als Erfrischungsspray für den Sommer ist es natürlich sehr, sehr gut. Und der Duft ist ganz leicht muffig. Also wirklich ein ganz leichter Hauch, es riecht nicht besonders frisch. Aber da kann ich jetzt auch drüber hinwegsehen, das ist jetzt auch kein Drama. Und ja, aber ansonsten bin ich wirklich sehr happy über die Ausbeute. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis dann, macht's gut. Ciao.